Ich glaube, ich wechsle mal Nee, obwohl einmal kann man noch spielen mit Captain Falcon, oder? Von mir aus. Schlachtfeld? Ja, ja, machen wir. Gut, weil mir läuft gerade die Zeit aus. Noch 2 Sekunden, dann wär's von selbst. Und bevor random irgendwie Donkey Kong Kaskaden oder so ein Scheiß kommt. Nee, bei mir war echt das Internet jetzt die letzten... Gestern Abend war's kacke. Ich konnte auf YouTube nicht ein Video vollständig gucken. Ich musste auf 144p gucken. Okay. Gute Auflösung. Ja, das hatte ich auch gelegentlich mal, aber jetzt in den letzten Tagen eigentlich gar nicht. Und das, obwohl meine Internetverbindung an sich ja eigentlich schon schlecht ist. Ja, bei mir. Also ich habe immer schlechte Verbindung, aber so schlecht dann auch nicht. Ich habe manchmal eben das Gefühl, ein Nachbar zapft die Verbindung so ab, dass ich nichts mehr bekomme davon. Aber ich weiß nicht, ob das hundertprozentig zutrifft. Liegt vielleicht auch einfach nur an der Telekom, weil sie scheiße sind oder so. Naja. Ich meine, die sind schon... Ja, also mal abgesehen davon, dass sie da Geld für verlangen wollen, dass du jetzt eine gute Leitung hast. also Zusatz. Ich meine, die haben schon die stabilsten Leitungen, so so im Durchschnitt. Ja, ich sagen. Gut, ich meine, was hast du denn auch für eine Wahl hier in Deutschland? Du hast ja keine anderen Leitungen. Ja. Außer vielleicht Kabel, ja, okay. Ja. Aber sie haben so oft irgendwelche Fehler, Störungen oder sonst was, wo dann tagelang nichts geht oder einfach mal auch nur stundenlang nichts geht. Das reicht ja schon. Wenn du irgendwas machen willst online, dann ist es scheiße, wenn es mal für ein paar Stunden nicht geht, ne? Das stimmt. Aber das ist dann meistens auch ortsbeschränkt. Also, einen deutschlandweiten Ausfall habe ich noch nicht erlebt. Nee, auch noch nicht. Das wäre hart. Aber ich habe mir da auch irgendwann mal gedacht, ja, was ist denn, wenn jetzt in dem Dorf, wo gerade das Internet auch... Und, das war ja bei uns auch mal die Härte, das Telefon noch mit ausgefallen. Oh. Was ist, wenn in so einem Dorf dann irgendjemand Notarzt braucht oder so? Ja, dann hat er hoffentlich ein Handy. Ja. Wobei das bei mir jetzt auch nicht... Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, bei alten Menschen, wenn die jetzt einen Notarzt brauchen... Ja, so 2 Senioren wohnen in einem Haus zusammen, haben kein Handy, brauchen Notarzt. Und gut, dann gehen sie zu Nachbarn vielleicht, aber das ist dann wesentlich langsamer als das, was du erreichen könntest, wenn du ein Telefon hättest. Klar. Ja, ist schon krass, wie abhängig wir davon sind. Ja, vor allem, ich kann mich noch dran erinnern, also irgendwann, als ich wirklich mal angefangen habe, intensiv ein Handy zu nutzen, also so bei meinem zweiten Handy war das dann der Fall, da habe ich mich gar nicht mehr getraut, ohne Handy Auto zu fahren. Ich habe immer gedacht, was ist, wenn mal was passiert? Du stehst da irgendwo in der Pampa und kannst nicht mal jemanden anrufen. Das ist erstaunlich, wie man sich an sowas gewöhnt. Ja. Vor allen Dingen, wenn du es vorher noch nicht mal gehabt hast, die Möglichkeit. Ja, also ich bin jahrelang problemlos Auto gefahren ohne Handy, wie auch. Gut, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber wow, das war cool. Ja, elegant die Bombe gefangen. Es klappt halt nur alle Jubeljahre mal. Wenn es beim Pokéball klappt, ist das geil. Stimmt, das können wir später auch nochmal machen. Pokéball-Matches. Nur mit Pokébällen. Ja. Finde ich immer super lustig. Pokébällen und Helfer-Trophäen finde ich ziemlich cool. Das war wow. Ja, ich war dumm, ich hätte nach oben schlagen müssen. Das hätte locker getroffen durch die Plattform. Au. So war es nicht geplant. Schon wieder so ein Mist. Aber merkst du, auf solchen Stages habe ich eigentlich mehr Probleme, weil du dich da ein bisschen mehr festigen kannst in der Mitte. Gerade auch mit Fernwaffen. Da muss ich erstmal wieder rankommen an dich. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Deshalb mag ich Schlachtfeld an sich auch nicht so und habe es früher auch selten gewählt oder meistens sogar gebannt, wenn. Also du durfst früher immer so Stages bannen nach der Reihe. Ja, wenn du das im Clan gespielt hast oder so. Und dann war ich immer die erste Stage, die ich gebannt habe, Schlachtfeld. Weil das so die gängigste Stage war für Leute, die mit Fernkämpfern oder halt mit Schwertkämpfern oder so große Reichweite hier gut ihre Matches machen können. Ich muss sagen, die Stage hier ist aber auch mit Link relativ schwierig, wenn man gegen einen entsprechenden Charakter kämpft. Also gegen Kirby, Meta Knight, Fox, Falcon oder, Falco meine ich, oder Wolf, ist das schon hart hier. Also, ja, wenn du halt den anderen Gegner hast, der auch noch einen Fernkampf hat oder halt eine gute Rettungsattacke. Ja, oder sehr beweglich ist halt einfach, weil mit den Plattformen da, die in der Luft sind, kann man schon viel mit Ausweichen machen. Nur Link ist so langsam, dass er nicht hinterherkommt. Mhm. Es gibt ja diese Tier-Ratings-Dings. Da steht ja Link irgendwie auf dem vorletzten Platz, ne? Direkt vor Ganondorf. Finde ich auch hart, dass Link so schlecht bewertet ist. Haben die das gewechselt? Also, weil ich weiß, dass früher mal Falcon auf dem letzten Platz war. Echt? Das ist auch schon wieder mindestens 2 Jahre her oder so, dass ich mal geguckt habe. Oder eher länger. Aber da war... Im selben Zeitraum würde ich mein Wissen auch zurück. Ja, aber da war in dem Tier, wo ich geguckt habe, war Link auf dem vorletzten Platz und Gen auf dem letzten. Das fand ich erstaunlich. In der Kategorie von den Tiers, oder was?
allgemein Tiers von Brawl für die Charaktere halt. Fand ich überraschend. Ja, das gut gerollt. Ja, wirklich, mit 84% oder was hatte ich gerade. Das hat sich gelohnt. Schade. Der bleibt da immer oben drauf hängen. Hier kannst du halt nicht die geile Taktik machen mit dem einfach mit dem mal. Drehen, ja. Ja, weil du musst erstmal gucken, dass du überhaupt durchs Loch kommst hier. Das ist halt immer das Problem, ne? Na? Ja, jetzt hab ich ihn. Ja! Jetzt läuft's! Oh! Ich wollte doch gar nicht mehr schlagen. Das ist doch schon 2 Sekunden her, dass ich schlagen gedrückt hatte. Oh, dass das noch getroffen hat. Das Problem ist halt, wenn du mit Falcon Kick aus der Luft daneben gehst, dann. Was wollte ich gar nicht. Nein. Gerade mal für einen Moment ganz stehen geblieben, nachdem ich dich getroffen hat. Ja, das ist eigentlich immer das Zeichen dafür, dass es eventuell noch den Schlag abdämpfen könnte. Nee, ich glaube nicht, dass das passiert. Das wäre aber cool. So wie. Ja, kann ja auch sein, dass Falcon irgendwelche Spezialkräfte hat, mit denen er die Gravitation ausschalten kann oder so. Ja, ja. Die setzt der Physik aufheben. Das ist meine Spezialfähigkeit, die kann ich mit jedem Charakter ausführen. Natürlich, wer Physik studiert, der hat sowas drauf, ne? Ja, ganz klar. Ja, dann muss ich irgendwelche Cocktails mixen, weil mein Gebiet ist eher die Chemie. Vielleicht mache ich mir die Bomben selbst oder so, ich weiß nicht. Cocktails mixen gegen Gravitation, wer gewinnt da, na? Ja, ich glaube, da hat der Physiker Vorteile. Und? Na, schade. Timing nicht ganz optimal. Ach, jetzt stehst du auf, ich hab gedacht, du rollst. Lieber mach das nicht. Nicht. Ich kann nicht mehr springen, so ein Mist. Ja, schlag mich nochmal. Ja, da war nichts mehr zu machen, ich hab's versucht, der aber... Der Ohnmächtige gewinnt das Leben. Die Runde geht auch an dich. Das sieht ziemlich deutlich aus für mich. Ja, die letzte... Na, würde ich noch nicht mal sagen. Wenn du mich jetzt schnell rauskriegst, dann... Aber ich habe ich so ein episches Match gehabt, das feiere ich heute immer noch. Da habe ich gegen jemanden gespielt, der einfach um Längen besser war als ich. Also so gut wie. Habe aber trotzdem das erste Match gewonnen, weil er mit meinem Kampfstil irgendwie nicht klar kam. Und du hast ja immer 3 Matches gespielt dann. Ich glaube, das war so ungefähr für die ersten 2 Minuten mein Vorteil, als ich gegen Neku gespielt habe in deinem Turnier. Der wusste auch nicht mit meinem Kampfstil was anzufangen, weil ich vielleicht für Link ein bisschen untypisch kämpfe. Und dann lief es am Anfang noch ganz gut, aber nachdem er erstmal geschnallt hat, wie ich spiele, war es schnell vorbei. Genau. Also der hat mich ja so abgezogen, das gibt's gar nicht. Genauso lief es bei dem Typen eigentlich auch. Und dann habe ich halt, ist die zweite Runde wirklich, keine Ahnung, mit ja, er hat noch 2 Leben oder so, habe ich die abgegeben. Bei 3 Stocks. Noch muss man dazu sagen. Und die dritte Runde hat er dann wieder 2-1 vorne gelegen. Und ich hatte auch schon ziemlich viel Prozent, so 80 oder so. Dann habe ich ihn trotzdem nochmal relativ gut runtergedamaged und ihn einmal rausfliegen lassen können. Und im letzten Leben hatte ich dann schon 100% oder so. Und dann habe ich es irgendwie noch geschafft, auf der Stage zu bleiben, bis ich ihm 70 gegeben habe. Und dann habe ich den hier gemacht und dann war er draußen. Okay. Ja, im richtigen Moment ist der Falcon Punch wirklich manchmal wirklich lebensrettend. Ja. Vor allem halt beim letzten Leben, wenn der Gegner nicht damit rechnet. Oh, da hat er dich. Das war's, hä? Ja. Noch ein Sprung, okay. Wow. Der brennt. Aber gut, zumindest sind es immer enge Matches, also man kann jetzt nicht sagen, dass wir wirklich völlig unausgeglichen wären. Nee, ja, absolut nicht. Macht auch Spaß, also. So, willst du jetzt mal auf Items umstellen oder sollen wir noch eine normale Runde auf einer anderen Stage? Ich würde sagen, wir machen noch eine normale Runde und vielleicht ein paar andere Chars. Das wäre... Ach so, oh Gott. Weiß nicht, wenn du einen kannst. Ich bin schon in der Stage-Auswahl. Ja gut, dann nehme ich halt einen anderen Char. Was können wir denn noch nehmen? Nehmen wir mal die anderen neutralen noch. Was soll ich denn für eine Stage nehmen? Keine Zeit mehr. Ich nehme Final Stage. Ich find's nicht mehr. Ihr habt die letzte Stage nehmen müssen, es war keine Zeit mehr. Hier, das ist die Animal Crossing Stage. Wunderbar. Gut, Final Destination ist für Ike dann jetzt nicht mehr so geil. Weißt du, das ist halt so der Vorteil. Wenn du einen hast mit so einer riesen Reichweite und einen anderen, der einfach schnell ist und ein Nahkämpfer, dann kannst du auch zwischen den Stages, wenn du weißt, du spielst irgendwie Battlefield, dann nimmst du halt Ike.
Wobei ich mit Ike, glaube ich, schon wesentlich schlechter bin als mit Falcon, so im Absoluten. Aber wenn du einen Gegner triffst, der damit nicht zurechtkommt, dann... Gut, das war jetzt dumm. Und einspielen kann man natürlich auch nochmal ein bisschen. Fehlt nicht. Hab, glaube ich, nicht gerechnet, dass der mich trifft. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich mit so ziemlich jedem Charakter ziemlich scheiße, außer Link, weil ich im Normalfall nur Link spiele. Aber wenn ich noch wechsle, dann denke ich, werde ich mal mit Kirby eine Runde versuchen. Ja, das ist eigentlich schade, weil ich finde schon, dass man im Spiel durch Charakterwechsel nochmal ziemlich viel rausholen kann, so an Spielzeit. Ja klar, aber ich bin halt irgendwie derjenige, der sich eher drauf versteift, mit einem Charakter wenigstens einigermaßen gut zu sein, wie mit 10 Charakteren scheiße. Ja gut, du kannst auch mit einem gut sein und mit 10 Charakteren danach noch scheiße. Ja, das war dumm. Gut, einspielen sollte man vielleicht ein bisschen weniger prozentig schaffen. Autsch. Oh, wo sind meine Bombe hin? Ja. Der Rettungssprung von Ike ist eigentlich voll scheiße, ne? Geht so, also der kann zumindest nicht geblockt werden von irgendwas. Ja, das ist absolut unverwundbar, klar. Ja. Aber hast keine Reichweite, ne? Kannst halt sehr hoch, aber das war's dann auch schon. Ja, dafür kannst du ja den seitlichen machen, um dich dann, falls, also, wenn du hochfliegst, aber weit von der Stage weg, kannst du den seitlichen machen. Und wenn du nicht so weit weg von der Stage fliegst, aber erst nochmal runter willst, dann kannst du halt den nach oben machen. Ja. So ein bisschen wie bei Luigi, nur nicht ganz so krass. Weil da kannst du ja wirklich nur nach oben oder nur zur Seite. Hier ist so ein bisschen eine Mischung. Man merkt, dass Ike wirklich viel, viel langsamer ist als Falcon. Ja, kommst du mit deinem Boomerang auch gut zurecht. Genau. Aber deine Bomben kommen nicht mehr ran. Ja. Nein. Wow, ich stehe in die falsche Richtung, verdammt. Das hasse ich, wenn das passiert, wenn du rollst und auf einmal dreht er sich um, obwohl du es gar nicht willst. Das Problem ist, bei Ike musst du halt relativ fehlerfrei spielen. Ja, wenn du einmal einen falschen Schlag machst, dann bist du eine Zielscheibe. Ja, genauso aber auch bei dir. Ja. Wenn du einmal einen falschen machst, dann... Wenn du einmal in meinen Smash reinläufst, dann wird's eng. Genauso. Schade. Das war nicht ganz so clever. Naja. Nein! Hey, dein Schwert liegt durch den Boden, aber du kommst nicht hier hoch. Wow. Das hat gereicht. Nein, ja, falscher Sport. Falcon Punch, das halte ich für ein Gerücht. Das war der Ausgleich, ne? Ja. Also siehst, es geht eigentlich auch mit Ike. Das ist vielleicht jetzt für dich auch ein bisschen schwerer, wenn du dich umstellen musst, aber ich weiß nicht. Mit Falcon hätte ich da schon mal einmal ranrennen können. Ja, ich weiß auch nicht, warum er sich jetzt gerade wieder mal falsch rum hingestellt hat mit dem Bogen, ne? Also es ist gerade, dass ich nicht nach rechts schießen wollte, wenn du links stehst. Ja. Na, weiß man nicht. Wenn ich so schnell nach rechts rüber renne, dann... Ach, in der Luft gekontert, ich kann's nicht fassen. Unverwundbar, ne? Dafür ist es halt geil, ne? Ja. Da hat die Bombe voll halt nicht so viel ab. Nichts gebracht. Zack! Falcon ja, Hightier. Darauf war das mit dem Tier bezogen. Was ich wahrscheinlich nicht mehr richtig in Erinnerung hatte, aber egal. Aber ich könnte eigentlich schwören, dass das irgendwann mal so war. Da habe ich nämlich immer alle Leute ausgelacht, wenn ich mit Falcon gespielt habe. Okay. Aber ich kann... Aber das mit den Tiers ist eh dämlich. Man sollte mit dem Charakter spielen, den man spielen will, und wenn man damit einigermaßen was kann, dann ist er auch gut. Also. Ja, aber die bewerten halt schon nach objektiven, möglichst objektiven Gesichtspunkten. Und ja, das ist eigentlich so an der Spitze. Ich glaube, Meta Knight war immer das der höchste. Ja, das erklärt wahrscheinlich, warum Neku Meta Knight spielt. Ja, ich habe sogar teilweise mal gelesen, dass der irgendwo. Also bei manchen Turnieren war der, glaube ich, sogar verboten. Weil der so geil ist. Keine Ahnung. Weil der halt so schnell ist und trotzdem eine relativ gute Reichweite und relativ starke Schläge hat. Ja. Und noch eine gute Rettungsattacke. Also da kommt halt wirklich alles zusammen. Also ich muss sagen, ich war da schon extrem überrascht, als ich gegen Neku gespielt habe.
Ich habe noch nie jemanden mit einem Meta Knight spielen gesehen, der so gut ist. Also, ja. das macht man ab und zu mal und dann kommen ein paar Spam-Attacken von Meta Knight und das war's. Dann ist er an sich keine große Bedrohung. Aber was der da abgezogen hat, das war ja Wahnsinn. Ich bin ja gar nicht mehr aus seinen Attacken rausgekommen. Nein, das hasse ich bei Ike so dermaßen. Diesen dummen in der Luft A-Schlag, der einfach nichts trifft und so ewig lange braucht, dass du dich nicht mehr retten kannst. Passiert mir mit Link auch oft. Ja, den hier halt. Das ist so unnötig. Ja. Sieht bei mir ein bisschen anders aus, kommt aber aus gleiche raus. Also wenn du den gemacht hast beim Runterfallen, dann ist es vorbei, dann kommst du auch nicht mehr hoch, egal wie viel Sprung du noch hast. Das ist richtig unnötig. Wobei, du hast ja eigentlich nur so einen Kick, oder? Der dauert nicht so lange. Warte mal, ich zieh mich mal zurück. Also ich kann den hier, und der ist saulang. Der ist lahm, aber nur den A. Kick und... Nur A, meinst du? Nur A ist der Kick hier, ja. Ja, und der geht doch relativ schnell. Ja. Ich glaube, damit kannst du dich noch retten. Also wenn du ihn oben drückst, dann bist du auch verloren, das ist keine Frage. So langsam sollte ich mal wieder ein bisschen Boden gut machen hier. Die ganze Zeit geführt und jetzt mache ich wieder ein bisschen... Ja, das ist doch schön, und wenn es ausgeglichen ist am Schluss, dann ist es spannender. Ja, das stimmt. War natürlich so beabsichtigt, scheiße. Ach so, du hast absichtlich... Ja, da ist der 50% Schlag. Ja, mit 86 in den Tod. Aber ich glaube, es kommt sogar darauf an, wie viel Prozent du vor dem Schlagen hattest, oder? Nicht ja, klar. Nach dem kommt Schlagen. Auf jeden Fall darauf an, was du vorher hast, ja. Ich weiß es nicht. War jetzt wirklich nicht viel, was ich da gehabt haben kann, ne? Ja. Aber ein ordentlicher Treffer und es ist wirklich vorbei. Das ist weil das Problem ist halt auch, die Attacken, die viel Schaden machen, schleudern dich auch weit weg. Also du kannst du das nicht so richtig vergleichen.